Herzlich willkommen zu unserem Kurs GUI Programmieren mit Python. Mein Name ist Frederik Weitz und wir werden dort weitermachen, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Ich habe euch ja versprochen, dass wir uns noch einen anderen Auslesebefehl ansehen. Ein Auslesebefehl, der ganz häufig gar nicht beschrieben wird, was ich seltsam finde, weil das ist eigentlich der wichtige Befehl für uns Programmierer und das ist der Dump-Befehl und den möchte ich euch diesmal zeigen. So, wir gehen ganz schnell in unser Programm hinein und hier definiere ich meine Variable Liste Zettel.dump und das möchte ich vom Anfang bis zum Ende mir auslesen, was an Formatierungen in dem Fenster drin sind und ich gebe ein Print Liste und speichere das Ganze ab. Der Dump-Befehl liest die ganzen Formatierungen mit aus, aber in einer besonderen Form und wie gesagt, das muss ich euch jetzt zeigen, wie das aussieht. Also, die Shell schieben wir uns gleich mal hier ein bisschen daneben, damit wir sehen können, was er hier uns macht. Und ich gebe mal ein und ich erst. So, und jetzt habt ihr gesehen, ist eine ganze Menge hier entstanden. Erstmal, das hier ist sozusagen einfach die reine Zeichenkette, das, was wir schon vorher hatten. Und hier haben wir jetzt hier diesen ganzen Klumpatsch an Sachen herausbekommen. Und das müssen wir uns erstmal genauer ansehen, was das überhaupt ist. Die eckigen Klammern drumherum, die weisen darauf hin, dass es sich um eine Liste handelt. Das heißt, er übergibt mir nicht mehr einen String, wie bei dem Get-Befehl, sondern er übergibt mir eine Liste. Und dann übergibt er mir immer in runden Klammern drei Werte. So, und die einzelnen Elemente der Liste sind immer drei Werte. Und der erste Wert ist entweder ein Mark, also eine Markierung, oder ein Text. Da steht dann tatsächlich ein Schnipsel von unserer Zeichenkette drin, die wir hier auf dem Bildschirm sehen. Ein Tag on oder ein Tag off. Und bei dem Tag on und dem Tag off, da sehen wir unser Wort fett. Das ist eben das, was wir konfiguriert hatten, die besondere Formatierung. So, und die beginnt auch, ne, wie wir das eben diese Markierung gesetzt haben, dieses Tag gesetzt haben, beginnt die bei 1.7 und Tag off hört auf bei 1.11. So, das sieht so ein bisschen alles durcheinander aus. Ich habe euch das mal, damit ihr das ein bisschen besser seht, habe ich euch das jetzt mal hier in eine etwas übersichtlichere Form gebracht. So, aber möchte euch das nur ganz kurz zeigen. In der dritten Position von diesem Tupel habt ihr immer die Position, die das in der Zeichenkette einnimmt. So, also hier zum Beispiel ein E, dieses Oi, das sitzt auf der 10. und 11. Position der Zeichenkette. Dann hier bei der 12. Zeichenkette habt ihr drei verschiedene Tupel stehen. Nämlich einmal dieses TK Doppelpunkt Doppelpunkt Anchor 1, dann ein Insert, das heißt dort, wo eingefügt wird, wo als nächstes eingefügt wird, wenn eine Taste gedrückt wird, und dann kommt der Text selbst. Das heißt, hier wird angezeigt, der Cursor sitzt vor der 12. Position und der nächste Text, der hier erscheint, ist dieses CH. Dann habe ich hier, das kommt jetzt aus meinem kleinen Texteditor, den ich programmiert habe, habe ich mir hier eine besondere Formatierung
für die Tags ausgedacht. So, da ist das erste bezeichnet, bezeichnet den Font selber, also den Zeichentyp von den Zeichen. So, dann kommt die Schriftgröße, also Schrifttyp, nicht Zeichentyp, Schrifttyp. Dann kommt die Größe, 10 ist das hier, 10 Pixel. Und dann, ob es fett, kursiv oder unterstrichen ist. Und da auch beides, alles drei geht, gibt es hier nicht nur ein Bold für fett, sondern es gäbe auch die Möglichkeit für ein BI, also für Bold und Italic, oder für ein BIU, dann wäre das Bold, Italic und unterstrichen, also underlined, wie man das sagt. So. Und so wird das abgespeichert. Das ist nicht ganz einfach, damit umzugehen. Da gibt es eine ganze Menge zu beachten. Das mag ich euch jetzt erstmal gar nicht alles erzählen, weil das sind so besondere Sachen. Letzten Endes kann man dann auch auf andere Module zurückgreifen, die das viel einfacher einem dann auch mitbringen. Also LaTeX zum Beispiel wäre eine Möglichkeit. Und da gibt es für Python auch eine Erweiterung, ein anderes Modul. Damit könnte man das machen. So. Aber wenn ihr einfach nur kurz etwas formatieren wollt, ist es ganz wichtig zu wissen, wie die innere Formatierung von so einem Textfeld aussieht und wie man ungefähr damit umzugehen hat. Gut, das war es erstmal mit unseren Textfeldern. Und ich hoffe, euch ist jetzt wieder ein bisschen mehr klar geworden. Wenn euch das Video gefallen hat, dann drückt mir bitte einen Daumen hoch. Und wir sehen uns beim nächsten Video wieder und werden noch so ein paar kleine Widgets uns ansehen und dann, wie versprochen, zu unserer Canvas zurückkehren. Bis dann.